Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Extra 3 mit Kuttner. Im Grunde könnte man schon sagen, ich meine, so oft, wie ich die letzten Wochen hier rumgeturnt bin, ne, könnten wir doch eigentlich anfangen, uns zu duzen, oder? Dieter? Monika? Ihr könnt mich gerne Sarah nennen oder, wie meine Mama sagt, Sari. So, und wo wir jetzt so gemütlich beim Du sind, habe ich auch in dieser Woche wieder absoluten Premium-Content für Sie zusammengestellt. Ich will eigentlich nicht zu viel versprechen, aber es könnte wirklich sein, dass dies die beste Extra-3-Sendung aller Zeiten wird. Im Ernst, schon der erste Film zum Beispiel. Ich habe mir den gestern mehrfach angeschaut. Und ich habe danach das Ganze auch noch mal gegoogelt. Es ist unfassbar, aber diese Geschichte, die wir Ihnen gleich zeigen, ist wirklich so passiert. Was jetzt kommt, ist absolut verrückt. Ehrlich gesagt klinge ich gerade so ein bisschen wie diese unseriösen Clickbaiting-Seiten im Internet, ne? Sie wollte nur eine kleine Satire-Sendung im NDR moderieren, aber was dann passierte, ist unglaublich. Aber Sie werden sehen, was ich meine, wenn Sie jetzt den Film anschauen, schwöre. Das klingt immer noch nach Clickbaiting. Ey, keine Ahnung, was ich noch sagen soll, der Film ist halt krass. Linda Luft kommt es selber kaum glauben. Tatort Hamburg im April 2017. Großrazzia in der Billstraße. 180 Polizisten stellen über 1500 Räder sicher. Hier wird dem organisierten Fahrradverbrechen das Handwerk gelegt. Insgesamt kann man sagen, es ist der größte Schlag der Polizei Hamburg gegen die organisierte Fahrradkriminalität. Wahnsinn. Der größte Schlag Hamburgs gegen die organisierte Fahrradkriminalität. Verbrecher haben nichts zu lachen. Kriminelle aufspüren, zerschlagen, verurteilen. Schuldige bekommen ihre gerechte Strafe. Diese beiden sind Anfang diesen Jahres dann verurteilt worden. Zwei Brüder, der Ältere wegen Beihilfe zur Hehlerei zu einer Geldstrafe, der Jüngere wegen gewerbsmäßiger Hehlerei. Sehr richtig. Jetzt lautet das oberste Ziel, geklaute Räder sollen zurück an ihre rechtmäßigen Besitzer. Monatelang haben die Beamten die vermeintlich gestohlenen Räder gesichtet und katalogisiert. Heute nun der große Tag. Räder und Eigentümer sollen wieder zusammengeführt werden. Ganz recht. Ein großer Tag. Garantiert werden heute alle 1500 Räder abgeholt. Was für ein Erfolg! Der Erfolg dieser ganzen Aktion, die so viel Vorbereitung erfordert hatte, hielt sich in Grenzen. Welche Grenzen? 50 gestohlene Räder konnten ihren Eigentümern zurückgegeben werden. Und auch für die übrig gebliebenen Fahrräder gab es eine sehr gute Lösung. Weil sich anschließend aber nur knapp 50 Eigentümer der Räder gemeldet hatten, bekommen die Angeklagten die restlichen Räder zurück. Absolut richtig. Der Staat kann die Räder ja schlecht selbst einsacken. Das Gesetz sieht auch nicht vor, dass eben der Staat dann einfach alles einsacken kann, sondern dann muss man den Zustand wiederherstellen, der vor dem Eingriff der Strafverfolgungsbehörden geherrscht hat. Genau, Zustände wiederherstellen. So sieht ein erfolgreicher Schlag gegen die Fahrradkriminalität in Hamburg aus. Alter Falter, das ist wirklich unfassbar, oder? Hier nur mal so ein paar Vorschläge, was man stattdessen mit den Rädern hätte machen können. Versteigern und den Gewinn spenden zum Beispiel. Ne? Oder die Räder einfach direkt an ratlose Menschen. Ratlos. Auch spenden, ne? Oder von mir aus das längste Tandem der Welt zusammenschweißen. I don't know. Aber Hamburg hat sich entschieden, den Hehler zu begünstigen. Im Ernst, ich sehe einen Teufelskreis sondersgleichen auf die Stadt Hamburg zu radeln. Aber wir leben eben in schrecklichen Zeiten. Und ich meine jetzt nicht nur die Sache mit den Rädern oder Corona oder den überfüllten Flüchtlingscamps oder den schlimmen Siegheilpraktikern. Ich meine, das ist natürlich auch alles schrecklich, keine Frage. Aber jetzt soll es um die schwer gebeutelte Kreativbranche gehen. Sie denken vielleicht, Werberinnen und Werber stehen den ganzen Tag an den Stehschreibtischen von ihren Agenturen, essen Avocado-Toast, koksen und spielen Tischtennis. Aber das ist nichts als ein gemeines Klischee. Denn im Grunde gibt es keinen schwereren Job, als heutzutage noch gute Ideen zu haben. Ne, in mehreren tausend Jahren Menschheitsgeschichte war im Grunde ja schon alles da. Und dank dieses doofen Internets wird es auch alles aufgedeckt. Ich meine, Goethe zum Beispiel, ne? Der hat es noch leicht. Als der gelebt hat, waren im Grunde noch alle Ideen frei verfügbar. Und dann haben der und Schiller und all die anderen Schlingel sich einfach ordentlich bedient. Und jetzt ist für die Kreativen von heute im Grunde nichts mehr übrig.
Die können jetzt eigentlich nur noch Reste verwerten oder noch schlimmer sich vorwerfen lassen, irgendwas geklaut zu haben. Dabei kann es ja wohl sehr gut auch sein, dass zwei Menschen auf diesem Planeten einfach mal die gleiche Idee hatten. Muss ja nicht immer alles geklaut sein. Ich nenne das universelle Kreativität. Aber in den Rechtswissenschaften heißt es Plagiat und wird natürlich nicht so gern gesehen, denn dort glaubt man nicht an universelle Kreativität. Das weiß man jetzt übrigens auch beim Kelheimer Landratsamt, ein Film von Jens Barkhorn. Der Landkreis Kelheim in Bayern hat einen neuen Expressbus. Der Bus heißt Kreis Kelheim Express Individuell, kurz KEXI. Und zum Start des KEXI-Busses hat der Landkreis extra ein neues Maskottchen vorgestellt, das fleißig Werbung machen soll. Der Trend geht eben auch zu öffentlichen Einrichtungen, nur du musst attraktiv sein, damit es auch angenommen wird. Unglaublich attraktiv ist das KEXI-Maskottchen und unverwechselbar. An wen könnte der sich erinnern? An das Krümelmonster, oder? Das ist doch von der Sesamstraße, glaube ich. Das Krümelmonster. Warum? Weil es halt einfach so ausschaut wie das Krümelmonster. Was? Wo schaut das denn bitte so aus wie das Krümelmonster? Dieses wuschelige Fell, das ist schon ähnlich, ne? Ein Blauton halt. Blauton, klar. Beide flauschig, haben große Augen, einen großen Mund, keine Nase. Also die sind leicht zu verwechseln. Quatsch! Schließlich hat KEXI ein oranges T-Shirt an. Okay, KEXI isst auch ständig Kekse, aber wer mag keine Kekse? Deshalb hat Landrat Martin Neumeier auch eindeutig erkannt, zwischen KEXI und dem Krümelmonster besteht allenfalls eine Stiefverwandtschaft. Und trotzdem hat sich dieser Stiefcousin vierten Grades aus den USA jetzt gemeldet. Hier bin ich! Und sich beim Landkreis beschwert wegen Lizenzverletzung. Völlig überraschend macht KEXI nämlich markenrechtlich Probleme und muss sich sofort wieder verkrümeln. Naja, und die 1500 Flyer, gut, die 3000 Kekse auch, das ganze Maskottchen sowieso. Und die Busse mussten auch noch mal in die Werkstatt zum Umkleben. Da geht jetzt viel Geld drauf, wenn man das alles wegschmeißen muss, die ganze Werbung und alles. Das ist eigentlich schlimm. Ja, schlimm, aber das konnte doch niemand ahnen. Der Lizenzverstoß sei keinesfalls vorhersehbar gewesen. Selbst die beauftragte Profifirma, die das Maskottchen entwarf, habe keine Probleme gesehen. Vor die Kamera will Landrat Neumeier nicht mehr. Der hat sich jetzt auch verkrümelt. Und so heißt es nun in Kelheim, wenn der große Krümel spricht, hat der kleine KEXI Pause. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass es vielleicht die beste Extra-3-Sendung aller Zeiten wird. Ich meine, was schlichtes Nachdenken hier und da mal für Kosten sparen könnte. Ne? Aber vermutlich ist es einfach zu viel verlangt. Und ehrlich gesagt will ich mich auch gar nicht beschweren, weil die Fehler anderer amüsieren mich sehr, sehr oft auf nahezu obszöne Art und Weise. Ich meine, allein was wir hier schon an absurd gescheiterten Bauprojekten gesehen haben, oder? Bevor ich Extra 3 moderiert habe, wusste ich überhaupt nicht, wie viel man da falsch machen kann. Ich meine natürlich, dass so Bauvorhaben wie der Hauptstadtflughafen oder die Elbphilharmonie schwierig sind. Das war mir schon vorher klar und eigentlich kennt man es auch ein bisschen im Kleinen von sich selbst. Ne? Man möchte eigentlich nur einen schlichten Geräteschuppen im Garten bauen und zack hat man vor lauter Enthusiasmus ein oder zwei Schrauben zu wenig benutzt und so dann gleich drei Vogelfamilien und ein Hornissennest zerstört. Aber ich bin halt auch kein Profi, ne? Oder gar eine Stadt. Aber auch Profis und Städte haben oft viel weniger drauf, als man denkt. Bestes Beispiel ist Düsseldorf. Kann man eigentlich auch so stehen lassen, den Satz, wa? Aber ich kann das auch begründen. In Düsseldorf scheitert man nämlich bereits an der Errichtung eines einfachen Zaunes. Martina Hauschild hat für Sie doppelt gesehen. Schön ist es am Rhein, aber auch gefährlich. Man kann ja in den Rhein reinplumpsen. Deshalb hat die Stadt Düsseldorf am Robert-Lehr-Ufer einen Zaun gebaut, über 400 Meter, für 80.000 Euro. Nur leider fand die Versicherung der Stadt den Zaun nicht sicher genug. Da hatte die Stadt eine grandiose Idee. Sie baute davor einfach einen zweiten Zaun. Die Düsseldorfer sind begeistert. Absolut doppelt gemoppelt, voll idiotisch. Man versteht es gar nicht so richtig. Ich dachte jetzt anfänglich, hier hätte jemand was abgestellt, um es dann weiter zu verbauen.
so wie ein Zwischenlager. Aber nein, das ist nicht das Zaun-Zwischenlager von Düsseldorf. Das ist das nagelneue Fort Knox vom Rheinufer. Also es ist eigentlich komplett schwachsinnig, weil man kommt super easy hier drüber, einfach drüber. Und schon ist man hier zwischen und dann geht man einfach hier durch. Ja, und schon ist man am Ufer. Also es macht eigentlich gar keinen Sinn. Natürlich macht das Sinn, vor den Zaun mit einer Höhe von 1,30 Meter noch einen weiteren Zaun mit einer Höhe von 1,10 Meter zu bauen. Das regt zum Nachdenken an. Die Bürger von Düsseldorf beschäftigen sich mit ihrem Doppelzaun. Ich habe ehrlich persönlicherweise gedacht, das wäre noch irgendein Überbleibsel von irgendeiner Absperrung. Aber das Ganze so hinzustellen, und das ist ja auch beweglich, also von daher macht das für mich aus logischem Menschenverstand keinen Sinn. Geht doch nicht um logischen Menschenverstand. Der erste Zaun lädt zum Überklettern ein, wegen der Querstreben. Der zweite Zaun nicht, denn, so schreibt die Stadt Düsseldorf, der Verlauf der Füllstäbe ist senkrecht. Klar, da kommt keiner rüber. Und die Stadt Düsseldorf ist rundum Haftpflicht versichert. Und niemand? Ach, hallo? Was machen Sie denn da? Das gibt's ja wohl nicht. Also, eigentlich funktioniert's. Funktioniert auch nicht. Ich war letztes Mal mit Bekannten hier und da haben wir das gesehen, wie da ein Kind runterher gekrabbelt ist. Die Mutter hat es also gerade noch geschafft. Das suggeriert eine Sicherheit, die nicht da ist. Ja gut, aber wenn die Versicherung sagt, der Doppelzaun ist sicher, ist die Stadt sicher, dass sie nicht zahlen muss, wenn er doch nicht sicher ist. Zäune, die eingezäunt werden müssen. Das ist auch ein schönes Bild für die deutsche Bürokratie, ne? Ich sehe allerdings in Ihren Augen, dass Sie das ganze Bürokratische auch ziemlich beutelt. Ne? Kann das sein? Ne? Wo bleibt denn da die Liebe, die Unschuld, das Gute? Und im Prinzip sind wir da auch schon fast beim nächsten Thema: Kinderspielplätze. Das hat schon sehr viel mit Liebe und Unschuld und dem ganzen Kram zu tun, oder? Es gibt insgesamt in Deutschland ca. 81.000 Spielplätze. Das heißt, wir kommen so ungefähr auf 6 Spielplätze pro 1.000 Kinder. Übrigens, nur 5-6% der Spielplätze sind inklusiv, sodass dort auch Kinder mit Behinderungen spielen können. Aber das nur mal so als erhobener Zeige- und Mittelfinger nebenbei. Der Zustand einiger Spielplätze lässt aber schon manchmal zu wünschen übrig. Sehr viele Kinder beschweren sich zum Beispiel, dass man auf den meisten Wippen und Schaukeln bis heute kein flächendeckendes WLAN hat. Außerdem gibt es auf Spielplätzen inzwischen immer weniger dunkle Ecken zum ungestört Rauchen und Rummachen. Wenn Sie mich fragen, Skandal. Aber so ein Spielplatz kann auch ganz, ganz andere Probleme haben. Im Netz findet man da wirklich sehr, sehr tollen Kram. Ich habe Ihnen ein bisschen was mitgebracht. Sehen Sie sich mal das folgende Spielgerät an. Hat man direkt Bock, so ein bisschen rumzuspielen, ne? Und wenn Sie eher so ein Rutsche-Fan sind, habe ich auch was für Sie, und zwar das. Ne? Und wenn Ihnen jetzt das ganze Fröhliche eines Kinderspielplatzes grundsätzlich eher nicht so Ihr Ding ist, ne? Wenn Ihnen das ein bisschen abgeht, vielleicht ist diese depressive Eisenbahn genau Ihre Tasse Spielgerät. Ich sehe Ihre Augen leuchten. In Hessen hingegen gibt man sich Mühe. Da haben sich Spielplatzplaner gerade etwas ganz Besonderes für einen ihrer Spielplätze einfallen lassen. Ich präsentiere das wohl traurigste Schaukelgerät des Landes. Kinder lieben Spielplätze. Deshalb hat sich eine Kita-Gruppe im hessischen Nidderau auch einen Spielplatz gewünscht. Da hat die Stadt sich nicht lumpen lassen. Das ist da. Also das eine Schaukelpferd. Das ist ein bisschen einsam, ne? Einsames Tier ist das. Die Frage ist jetzt nur, ob die Kinder das auch annehmen, weil das so alleine da steht. Ganz früher waren hier mal 2 Wippen auf dem Spielplatz. Das ist aber schon lange her. Aber das waren wenigstens 2. Dafür ist es total gemütlich beim einsamen Schaukelpferd. Alle Kinder fühlen sich sofort pudelwohl und freuen sich auf das neue Spielgerät. Durch das Eingezäunte sieht es auch eher wie ein Gefängnis aus als wie ein Spielplatz. Sieht halt nicht schön aus. Es ist eigentlich nichts für Kinder. Vielleicht nicht für Kinder, aber für Bauhofleiter. Und dieser hier räumt gleich mit einem kleinen Missverständnis auf. Es ist also hier kein Schaukelpferd, sondern es handelt sich um einen Schaukelpuma. Das ist jetzt damit erstmal aufgeklärt. Ach so, und der Schaukelpuma ist natürlich aus einem triftigen Grund so allein. Jedes Spielgerät braucht einen Fallraum. Und der Fallraum für diesen Puma,
ist genau so groß, wie er sein muss. Jaha, wenn Kinder von Spielgeräten fallen, müssen sie in einen Fallraum fallen. Und der Fallraum beim Schaukelpuma beträgt exakt 2,40 Meter mal 3,50 Meter. Leider können wir auch die Fläche, sag ich mal, in dieser Form nicht für weitere Spielgeräte nutzen, wie teilweise gewünscht ist. Mehr darf im Fallraum leider nicht liegen. Leider. Da muss der Puma ganz alleine bleiben. Na ja, solange Herr Christiansen dem Puma Gesellschaft leistet. Erstmal haben wir ja bewusst kein Tor reingemacht, damit der Puma zur Not auch noch mal Freigänger ist. Das ist natürlich ein Witz. Ach so. Und was hat der Puma und sein Freiluftgehege so gekostet? So ein Spielgerät, sag ich mal, kostet 700-800 Euro. Und natürlich muss ich den Kritikern da recht geben, das Drumherum ist teurer als das Spielgerät selbst. Natürlich. Natürlich. Aber wenn mal ein Kind auf dem Puma reiten sollte, also nur falls, hätte es immerhin einen Fallraum. Normgetreu gemäß DIN N 1176. Oh Gott, das war jetzt aber ein wirklich sehr trauriger Film von Martina Hausschild. Wenn Sie jetzt eine kleine Pause brauchen, ne, einfach um sich die Tränchen abzuwischen und vielleicht mal die Nase zu schnauben, ich habe vollstes Verständnis. Ich warte auch gern. So, geht wieder? Ja? Sicher? Weil der nächste Film behandelt ein weiteres unangenehmes Thema. Ich sag's gleich. Es geht nämlich um Amazon, den freundlichen Einzelhandelskiller von nebenan. Spätestens wenn man kurz vor Weihnachten mal in die toten Augen eines DPD oder DHL oder Hermesboten geschaut hat, weiß man ja eigentlich, dass Amazon der Teufel ist. Und dementsprechend traurig sieht es halt auch in den Amazon-Lagern aus. Immer wieder hört man schlimme Geschichten von Mitarbeitern, zum Beispiel, dass sie in Flaschen pinkeln müssen, weil ihre Pausenzeiten nicht mal für einen ordentlichen Toilettengang reichen. Vermutlich deswegen rief Amazon-Gründer und reichster Mensch der Welt, Jeff Bezos, am 11. März dazu auf, doch bitte für die armen, freien Amazon-Mitarbeiter zu spenden, weil die unter der Corona-Krise leiden. Das Unternehmen selbst hat damals ganze 25 Millionen in den Hilfsfonds gepackt. Das klingt jetzt erstmal super viel, ne? Deswegen eine ganz kleine Orientierungshilfe. Da in den Zeiten der Pandemie ja noch mehr Leute bei Amazon bestellt haben, verdiente Bezos dieses Jahr, Achtung, 311 Millionen Dollar pro Tag. Ja, das sind 12 Millionen pro Stunde und, lassen Sie mich kurz rechnen, 216.000 pro Minute und das sind 3.600 pro Sekunde. What the fuck? Warum erzählt die zornige kleine Frau das jetzt alles? Weil wir trotzdem immer noch alle bei Amazon bestellen. Na, obwohl wir all das im Prinzip wissen. Und verstehen Sie mich nicht falsch, ich mache das ja auch. Na, Ausreden gibt es ja schließlich genug. Und unser Reporter Rollo hat mal ein paar von ihnen gesammelt. Ein Film von Max Engel. Moin Rollo. Ja, ey, was geht ab, Digi? Hast du eine neue Sonnenbrille? Ja, ist geil, ne, habe ich günstig geschossen. Was ist das Thema heute? Amazon. Oh. Die zahlen zum Beispiel in Deutschland kaum Steuern und behandeln ihre Mitarbeiter total beschissen. Ach, mach den mal locker, Digga, die Brille ist auch von Amazon. Komm, lass uns loslegen. Moin. Sag mal, was hältst du von Amazon? Finde ich super. Findest du gut? Bestellst du viel? Ja. Und was bestellst du so? Alles. Eigentlich fast alles. Alles. Echt? Ja. Seid ihr genervt manchmal durch die Nachbarn, die überhaupt wo ihr die Pakete aber für die ich glaube, die Nachbarn von mir. Sie? Nee, die müssen für mich alle Pakete ist das so? Annehmen. Was findest du gut daran? Weil es bequemer ist für mich, weil es wegen meinen Arbeitszeiten muss ich schaffen. Ah ja. Ja, klar, weil du sitzt auf der Couch, kannst bestellen, zack, ne, morgen da. Genau. Ist praktisch. Ja. Praktisch. Und hast du davon gehört, dass die Mitarbeiter ganz schlecht bezahlt werden? Ja, das finde ich natürlich ziemlich scheiße, um ehrlich zu sein. Aha. Der Chef wird immer reicher dadurch und die Mitarbeiter, genau. Denen geht es gar nicht so gut. Ja, ja. Eine Bekannte von mir arbeitet dort im Management und das habe ich von ihr eigentlich noch nicht gehört. Man sieht ja nur die Werbung immer, ne? Dass die eigentlich gut bezahlt werden, sich wohlfühlen, da gerne arbeiten. Aber die sollen zum Beispiel auch, die sollen ihre Leute bewachen auch, ne? Ja, da wird gezählt, wie häufig du aufs Klo gehst. Was? Ich meine, du kannst jetzt auch nicht einfach losgehen und Pipi machen, wann immer du willst. Darfst du bei der Arbeit Pipi machen, wann du willst? Ja. Ja, ist schon hardcore. Krass, ne? Ist hardcore, finde ich auch scheiße, muss ich sagen, für so einen großen Betrieb. Ja. Aber ganz ehrlich, dann such dir doch einen anderen Job.
Die Firma scheffelt viel Geld, ne? Genau. Aber die Praktiken finde ich da nicht so gut, wie die Mitarbeiter ausgebeutet werden. Ja, aber es ist halt gemütlich, ne? Ja. Für mich ist es halt gemütlich. Es ist gemütlich, es ist aber trotzdem für den Arsch. Aber was, ja, ist halt gemütlich, ne? Ja. Da hat er recht. Was, ja. Musst du nicht so gucken, Max. Und dass sie keine Steuern zahlen in Deutschland so richtig, was, wie findest du das? Habe ich nicht von gehört, ehrlich gesagt. Okay. Sag mir mal, welche große Läden das nicht machen. Ja. Oder welche Kette. Ich meine, der Chef von Amazon, ne, der hat ja über 200 Milliarden US-Dollar. Ne? Ja, ich meine, so viel Kohle hätte ich auch gern. Du nicht, oder was? Ja, glaub ja nicht. Also. Ja. Digi, ich muss jetzt echt los. Ich habe diese Amazon Same-Day-Geschichte gemacht. Das Bier wird gleich zu mir nach Hause geliefert. Das ist nicht dein Ernst, oder? Doch, wirklich. Das ist eine geile Sache. Gerade bestellt, schon geliefert. Ey, Rollo, hast du schon was von Nachhaltigkeit gehört? Ja, sicher. Ich bin gleich nachhaltig besoffen, mein Freund. Also hau rein, ne? Rollo! So, meine lieben Freunde, und jetzt kaufen wir da allerhöchstens noch 2 oder vielleicht 3-mal ein. Okay, und einmal noch zu Weihnachten. Und ja, diese eine Sache, für die man nicht extra in die Stadt fahren will, aber dann ist echt Schluss, stimmt's? Wofür man aber doch noch mal extra in die nächste Stadt fahren sollte, ist Urlaub. Ich weiß, Sie hören es dieses Jahr sehr oft von mir und vermutlich auch nicht so irre gern, aber Corona ist immer noch Top-Thema und wer zu Hause urlaubt, statt sich im Ausland bei Deutschland sucht den Superspreader zu bewerben, besitzt große Teile meines Herzens. Und Deutschland hat schon auch schöne Ecken. Ne? Nicht nur auf dem Land, eben auch in den Städten. Kiel ist ein gutes Beispiel. Da gibt es wirklich super viel zu sehen. Zum Beispiel einen sehr, sehr schönen Hafen. Wenn da nicht diese Drecksnatur wäre. Daniel Sprenger hat mal versucht, was zu sehen. Ein gepflegter Rasen und sattgrüne Bäume. Ihren neuen Schleusenpark hat sich die klamme Stadt Kiel einiges kosten lassen. Der Schleusenpark hat insgesamt 870.000 Euro gekostet und der Wicca-Balkon als ein Teilbereich davon 370.000 Euro. Dieser Aussichtsbalkon ist nämlich das Highlight des neuen Parks. Sie sehen von hier aus ganz wunderbar die Schiffe beim Einfahren in die Schleuse, Sie sehen sie in der Schleuse und beim Ausfahren und Sie haben auch einen Blick auf die Kieler Förde. Ja, dieser Blick von der Aussichtsplattform auf die Förde ist wirklich... Ja, wo ist denn nun die Förde? Wie wir sehen, sehen wir hinter uns nichts außer Grün. Wie kann das denn sein? Der Blick zum Kanal selbst ist völlig verstellt. Also man könnte sagen Zweckverfehlung. Man könnte es aber auch wie der Pressesprecher der hochverschuldeten Stadt sehen. Der meint, auf die richtige Sichtachse kommt es an. Dort hinten haben Sie die Sichtachse auf die Einfahrt der Schiffe in die Schleuse. Und hier sehen Sie die Schiffe samt der Ladung in der Schleuse. Und die dritte Sichtachse zeigt den Blick auf die Einfahrt bis auf die Ausfahrt auf die Kieler Förde. Ah ja. Für 3 Sichtachsen haben sich die 370.000 Euro doch gelohnt. Das Geld hätte man viel sinnvoller anlegen können in Strukturen verschiedener Schulen, wie zum Beispiel den Sportplatz des Ernst-Barlach-Gymnasiums, der keine Laufbahn mehr hat. Ach, Sportplätze, Laufbahn. Eine Aussichtsplattform wie diese ist doch einzigartig. Was dem Ganzen noch die Krone aufsetzt, ist, dass es dort unten bereits eine Aussichtsplattform gibt, in unmittelbarster Nähe zum Kanal. Von dort haben Sie absolut freien Blick über den ganzen Kanal, über die Schleusen bis hin zur Förde. Aber von hier unten hat man doch gar keinen Überblick. Den hat man nur von der Aussichtsplattform da oben. Wir versuchen, den bestmöglichen Blick an dieser Stelle zu bieten. Da müssen wir uns mit den Bäumen an dieser Stelle ein Stück weit arrangieren. Und jetzt, wo der Herbst kommt, kann man ja auch bald durch die Bäume durchsehen. Kurzes News-Update in Sachen Aussichtsplattform. Inzwischen hat uns der Ortsbeirat gesagt, man habe eine Lösung gefunden. Eine, die, naja, in Zeiten des Klimawandels logisch scheint. Man hat einfach einen Teil der störenden Bäume gefällt. Und Mutter Erde so, dudum. Zum Abschluss gibt es jetzt wie immer noch einen sehr, sehr schönen Extra-3-Klassiker. Vielleicht ist es sogar, na, ich würde sagen, ja, der beste Extra-3-Klassiker aller Zeiten. Es ist definitiv eine der lustigsten und absurdesten Geschichten, die ich jemals gesehen habe. Es geht nämlich ums Boßeln. Ich nehme an, ich muss Ihnen eigentlich nicht erklären, was Boßeln ist. Ich mache es sicherheitshalber trotzdem. Beim Boßeln handelt es sich um, na, man könnte schon sagen, sowas wie eine Sportart. Ne? Ziel des Spiels ist es, eine Kugel mit möglichst wenigen Würfen über eine festgelegte Strecke zu werfen. Also im Prinzip so ein bisschen sowas wie Weitwurf für Menschen, die nicht ganz so weit werfen können.
oder Boccia für Leute, die nicht so viele Bälle haben. Ne? In Kotzenbüll, und ja, die Stadt heißt wirklich so, trug sich im Jahr 2012 ein wirklich herzergreifendes Bosl-Drama zu. Für mich ist der folgende Film die einzig legitime deutsche Antwort auf Fargo. Viel Vergnügen. Thomas Wolf ist der einsamste Bosler Nordfrieslands. Vielleicht sogar der ganzen Welt. Aus seinem Heimatverein in Kotzenbüll fühlt er sich rausgemobbt. Dann wollte er beim Bosl-Verein im Nachbarort Tönning spielen, aber so einfach ist es nicht. Ja, seit September 2008 sitze ich zu Hause und drehe mir ein Däumchen, beziehungsweise ich laufe mit dem Bosl-Verein Tönning über die Felder. Aber werfen ist nicht. Werfen ist nicht. Ich darf nur zuschauen. Und das aus gutem Grund. Denn wer in Kotzenbüll wohnt, der darf auch nur in Kotzenbüll boseln. Denn die offizielle Regel vom zuständigen Bosl-Unterverband der Region Eiderstedt sagt, geboselt wird im Heimat- und nicht im Nachbardorf. Das ist ein Heimatspiel. Wenn ich für mein Dorf nicht mehr tätig werden will, dann ist das eigentlich jetzt, sag ich mal, dann ist er auch nicht mehr am richtigen Fleck. Ohne die sogenannte Wohnortregelung wäre hier beim Boseln Sodom und Gomorra. Da könnte sich ein Verein womöglich die besten Spieler der Region zusammenkaufen. Und ein Bosl-FC Bayern will man auf Eiderstedt nicht. Es kann, sag ich mal, auch, sag ich mal, dass ein Verein sagt, Mensch, wir machen hier mit euch jetzt, sag ich mal, was Besonderes. Ihr kriegt einen neuen Trainingsanzug jedes Jahr. Doch Thomas Wolf will gar keinen neuen Trainingsanzug. Thomas Wolf will wieder boseln. Er ist sogar vors Landgericht Flensburg gezogen. Seitdem gibt es keinen Frieden mehr auf Eiderstedt. Naja, die Fronten haben sich verhärtet über diese ganzen Jahre, solange wie dieser Rechtsstreit oder solange wie dieser Streit schon geht. Ne? Ja, man hat mir auch öffentlich gedroht, dass man mir in späterer Nacht mal irgendwie körperlich an die Wäsche will. Dabei gibt es doch eine ganz einfache Lösung, bei der die Wohnortregelung eingehalten wird und Thomas Wolf wieder boseln kann. Dann müsste er nach Tönning ziehen, ne? Dann wäre es ihm möglich, in Tönning zu boseln. Ich müsste mein Haus verkaufen, meine ganzen Beziehungen, die ich hier habe, meine Familie zurücklassen und in Tönning ein Haus kaufen. Man muss eben Prioritäten setzen. Im Leben und beim Boseln. Erst recht auf Eiderstedt. Henning Nasse hat dem traurigen Bosler die Tränen getrocknet. Und auch zu diesem Beitrag gibt es inzwischen Neuigkeiten. In der Zwischenzeit kam es nämlich tatsächlich zum Prozess. Leider ohne Happy End. Thomas Wolf hat kein Recht bekommen und darf nach wie vor nicht in einem anderen Ort boseln. Ich finde das einfach nur traurig. Ich meine, in was für einem Land leben wir denn, wenn ein Mann noch nicht einmal mehr in Ruhe boseln darf? So, und wenn Sie jetzt denken, das war aber ein ganz schöner Downer zum Ende der Sendung, dann lege ich noch einen drauf. Die nächsten Wochen bin ich nämlich erstmal nicht hier. Kollege Christian Ehring schon, allerdings mit extra drei ohne Kuttner. Zapp gibt es natürlich auch weiterhin, ne? Direkt im Anschluss zum Beispiel. Und wir sehen uns am 14. Oktober wieder. Bis dahin Maul halten, mit Mundschutz für freies Boseln demonstrieren und Korn trinken. Tschüss!